Hallo WPU, willkommen bei der kleinen Vorstellung und dem Analysecheck der neuen Beretta M3A9 Stahl-BB Version mit 16 Schuss Magazin, 16 Rounds, kann man aber 17 Stahl-BBs von Umarex implementieren. Bevor ich noch zu den einzelnen Details der Waffe komme, möchte ich mich bei der Firma Umarex bedanken, von der komme ich nämlich gerade. Und zwar ist mir ein kleines Missgeschick passiert. Im Vergleich zu der Beretta 92 FS in der Diablo-Version habe ich hier die rechte Griffschale demontiert, um halt auch den Abzugsmechanismus mit dem der 92 FS zu vergleichen. Ja, und habe dann diese Schrauben gelöst, nehme die Griffschale ab. Man kann darunter den Abzugsmechanismus sehen. Und ja, dann habe ich die Waffe ein bisschen schräg gehalten. Und was war? Irgendwas kam aus dem Magazinschacht herausgepurzelt. Das war wie so eine Art Klinke. Ja, ich hatte also nichts kaputt gemacht, nur ist es rausgefallen. So, daraufhin habe ich dann bei der Firma Umarex angerufen, konnte sofort hinfahren und wurde auch sofort wieder instand gesetzt. Innerhalb von Minuten. Dankeschön nochmal an die Firma Umarex, toller Service und vielen Dank auch an den Service-Mitarbeiter. Die M3A9 ist in FDE gehalten, Flag Dark Earth. Dankeschön an Gerd Teutenberg für die Bereitstellung der Testwaffe. Ist also eine sehr wertige Waffe, also ich muss wirklich dazu sagen, ich habe schon sehr viel damit geschossen. Sie macht auch sehr viel Spaß. Kann ich auch gleich erklären, warum und weswegen. Ja, was die einzelnen Geschichtsdetails zu dieser Waffe angeht, Einsatz bei der Polizei oder was ich wo, kann man im Internet nachlesen. Diese Waffe hat also eine außerordentliche, einen außerordentlichen Vorzug gegenüber anderen Waffen. Als Stahl-BB-Waffe hat sie nämlich einen sehr hervorragenden Abzug, also Abzugsmechanik. Darauf komme ich jetzt gleich später noch zu sprechen. Hier die Waffe von der linken Seite. Sie wird in Double Action geschossen oder Single Action, beides. Also wie schon gesagt, Hammer wird gespannt. Und durch den Blowback-Effekt wird das immer wieder auf Single-Action gestellt. Hier nochmal kurz zu den einzelnen Markings. Ja, das ist ein bisschen Wind, was wir hier haben. Ist also recht gut gemacht. Ich sag mal so, sehr zurückhaltend. Also doch recht gut. Ich habe da erst das F-Kennzeichen gesucht. Das ist hier also kaum sichtbar. Also sehr gut gemacht. So, kommen wir erstmal zum Magazin. Das Magazin ähnelt also quasi dem Magazin der Smith & Wesson MP40. Dazu kommen wir gleich noch. Auch hier wieder eine Mutterschraube, die also schräg angesetzt werden muss, um eben halt dann hier die CO2-Kapsel zu implementieren. Kann man rausschrauben hier. Hier ist die CO2-Kapsel drin. Und dann muss die Schraube hier Mutter schräg angesetzt werden, Mutter, und dann kann man das also eindrehen. Ist ein bisschen ja friggelig. So, zum Stahl-BB-Zuführer, da gibt es das erste Problem, ist ja, ob es ein Problem ist, weiß ich jetzt nicht, und zwar hier dieser Zuführer, der runtergezogen werden muss, muss man schon wirklich spitze Fingernägel haben. Den zieht man also. Ja, ich zeige mal, ob es jetzt geht. Mit dem Daumennagel ging es am besten. Hier runterziehen und da hinten nochmal. Und dann hier unten einrasten. Es will nicht. Ja, so, jetzt kann das hier unten arretieren. Hier. Und dann kann hier in diesem Loch können jetzt hier die BBs implementiert werden. Ist ein bisschen fummelig.
Aber zumindest kann man den Zuführer, BB-Zuführer hier arretieren. Im Vergleich das Magazin der Smith & Wesson MP40, da haben wir auch diesen Zuführer, der also hier ein bisschen dicker gestaltet ist als der hier vom Beretta M9A3. Der ist hier dicker, allerdings lässt der sich hier nicht arretieren. Man muss also quasi hier weiter den Daumen halten und kann erst das Magazin befüllen. Also da ist das Magazin, wenn man es denn hier unten die Feder runter bekommt, den Zuführer und einrasten kann, ist es also wesentlich besser. Die MP40 hatte ich ja schon mal vorgestellt und ist also auch eine sehr wertige Waffe. Sie ist genauso zerlegbar wie die Beretta M389 und ich muss gleich dazu sagen, ist also vom Aufbau her, von der Technik her, also identisch. Also MP40, Smith & Wesson, Griffstück ist also relativ leicht. Diese Waffe wird quasi nur schwer gemacht durch ihr schweres Magazin. Dies ist bei der Beretta etwas anders. Auch die M9A3 kann man also komplett zerlegen. Ist also sehr authentisch. Auf der rechten Seite ist hier so ein Drückerknopf. Den kann man drücken. Dann der Zerlegehebel nach unten. Vorher auf jeden Fall, habe ich mal wieder nicht gemacht, das Magazin entfernen. Sonst geht der Schlitten nicht ab. Und dann einfach nach vorne abziehen. Und wie man sieht, rechts hier ist das... Oh, das ist mir... Die Federführungsstange weggeflogen, hole ich gleich. Ist das System also quasi fast identisch. Moment. So, Federführungsstange ist wieder drin. Hier vorne ist so eine Nase, die hakt sich dann hier unten ein. Mir passiert sowas immer in den Videos. Wenn ich zu Hause da dran gehe und die Waffe zerlege, passiert mir sowas nicht. Und wie man gut erkennen kann, ist das also ein fast identisches System. Also auch was hier die Beschleunigung der Waffe angeht, hier rechts die Beretta und links hier die MP40. Auch die Magazine ähneln sich sehr stark, muss ich gleich dazu sagen. Hier das der MP40 und hier das der Beretta. Die Beretta ist eine Blowback-Pistole, hat auch einen sehr guten Blowback, hat auch einen funktionierenden Schlittenfanghebel. Ich demonstriere das mal ganz kurz. Der Abzug ist also allererste Sahne. Der geht wie bei einer Diablo-Pistole. Also leichter Vorzugsweg. Hier, wie ihr seht. So. Und dann ein ganz klarer, definierbarer Druckpunkt. Leicht über den Druckpunkt kriechend. Einfach Sahne. Nochmal. Druckpunkt. Ganz leicht überwindbar. Bang. Nochmal. Also, das habe ich bei keiner BB-Pistole bisher so erstklassig gehabt. Außer bei der C96 in der Preiswert- und in der Full-Metal-Version. Die haben ein ähnliches Abzugssystem, auf jeden Fall von der Qualität her. Auch hier wieder sehr schön also gemacht. Das ist also wirklich eine super Innovation, was da Umarex oder der Lieferant gemacht hat. Also das ist wirklich eine super Innovation, muss ich ehrlich sagen. Visierung ist starr. Ich habe versucht, die Kimme, das Korn zu entfernen. Also mit meinen Imbus, die ich habe, ging das leider nicht. Aber wie schon gesagt, ist also wirklich eine ganz tolle Waffe. Hat hier vorne eine Möglichkeit der Schalli-Aufnahme, muss man andersrum, das ist ein andersrum Gewinde, muss man also nach rechts drehen und dann geht der Teil ab. So. Und dann,
Das ist wieder bei der MP40 hoch. Und dann kann man hier auch sehen. Sieht also super aus, kann man auch weglassen. Ist egal. Moment. Wieder reindrehen hier. Diese Waffe hat hier, wie man sieht, schon Scheuerspuren. Da wird sich die Firma Teutenberg sehr darüber freuen, dass ich das da fabriziert habe. Das scheint wohl bei diesen Waffen so zu sein, dass sie selbst von alleine eine Used-Look-Funktion haben. Ah, die Waffe ist recht gut. Auch ohne Magazin ist die Waffe also recht, hat keinen spielzeughaften Charakter. Ja, muss ich sagen, Magazin ist natürlich schwer, aber passt. Ich habe die Waffe noch mal ganz kurz auseinandergenommen und hier unten im Schlitten sieht man ein Rändelrad. Entfernt man hier diese Federführungsstange und das ganze Gedöns, kann man auch den Lauf dann entfernen. Mache ich jetzt nicht vor der Kamera, geht aber recht leicht. Sieht man dieses Rändelrad, ob das ein Überbleibsel ist von der 6mm Version oder aber das wird wahrscheinlich so ein Hop-Up-Rädchen sein. PR90 hatte das bei CO2 bemerkt oder entdeckt. Und daraufhin habe ich dann diese ganze Sache mal, ja, wie soll ich mal sagen, demontiert, das Rändelrad reingedreht und rausgedreht. Aber Hop-Up wirkt wahrscheinlich nur bei ganz, ganz leichten Airsoft-Kugeln. Also bei den Stahl-BBs von 0,32 Gramm, denke ich mal, hat dieses Hop-Up-Rädchen, auch wenn das irgendwie doch eine Funktion in dieser Waffe hat, glaube ich, keine Wirkung. Ich hoffe, man kann es sehen. So, dieses helle hier. So, magnettechnisch hier oben Schlitten, hier natürlich Feder und Federführungsstange, also Federführungsstange ist, nee, die ist auch Zinkdruckguss, aber ansonsten hier Plaste und Elaste plus hier dieses Teil, das ist also magnetisch und ja, Abzug ist recht breit, werde ich einen Schusstest noch machen, ansonsten Zerlegehebel, nein, hier oben. Also Zerlegehebel, ich weiß nicht, ob da Kamera war. Auch Schlittenfanghebel nicht. Hier oben ist etwas metallisch. Hammer, nein. Ja, ansonsten alles. Zink, Druck, Guss. Auch der Abzug. Was mir an der Waffe auch gut gefällt, ist, dass das Magazin genauso auch in FDE gehalten ist. Und wie die Waffe auch. Das ist hier unten alles Polymer. Also sehr gut gemacht. Stabil. Laufmantel, denke ich, ist auch irgendwie Polymer, aber der Schlitten dürfte Zinkdruckguss sein. Darf ich sagen. Ach, hat eine funktionierende Sicherung. Sicherung drinne, lässt sich der Schlitten nicht mehr bewegen. Sicherung raus, geht's wieder. Doch, es ist eine wirklich authentische, coole Waffe, muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir sehr gut. Hier so eine Picantini-Geschichte, wo man irgendwie Lampen oder sowas dran machen könnte, wenn man im Ausland wohnen würde. Hier in Deutschland verboten. Von den Abmessungen her ist also die M9A3 fast identisch mit der 92FS, also von den Abmessungen her meine ich jetzt, macht aber irgendwie einen schmaleren Eindruck, nicht so voluminös. Also nochmal zu dem Magazin, das nervt wirklich, wenn ich jetzt nur 10 Kugeln lade hier und dann zum Beispiel diesen Arriteur, den kann man irgendwie auch gar nicht mit dem Fingernagel nach vorne kommen lassen, den muss man flutschen lassen und wenn er nach vorne flutscht, haut es hier oben die ganzen Kugeln raus. Ist mir jetzt gerade schon ein paar Mal passiert. Also da müsste nachgebessert werden. Das ist Murks. Da ist irgendwie, kann man hier dieses Teil, wo die Fingernagel, den Fingernagel gezogen wird, ist einfach zu klein. Hier nochmal kurz zum Vergleich. Der MP40, der Abzug, geht auch recht Sahne, hat aber keinen definierbaren Druckpunkt. Ich dachte letztes Jahr, als die rauskam, oh, das ist ja cool für eine SBB-Waffe. Fand ich damals schon Abzug gut, aber
wie schon gesagt, da gibt es keinen Druckpunkt. Man merkt zwar, dass es hier immer schwerer wird, also nicht sehr schwer, also ja, dass dann der Schuss auslöst. Aber hier die coole Geschichte bei der Beretta hier, das ist also wirklich enorm toll. Ganz einfach heranziehen, Druckpunkt, zack, Vorzugsweg, leicht, ganz minimal kriechend, also für eine BB-Pistole, ganz tolle Geschichte. So, zum Abschluss noch mal ein paar Schüsskes durch den Kroni mit den Stahl-BBs von Umarex in 0,32 Gramm. 1,7 Joule, 104 Meter. Mit 100 Meter pro Sekunde wurde es angegeben. Ich habe ja schon so 10 Schuss jetzt aus dem Magazin raus. 106, 1,6 Joule, 103 Meter. 1,7 Joule. 1,6 Joule, konstant. Gut, wir haben 20 Grad hier. 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,4, 1,4, 1,3. Gut. Zur Präzision der Waffe werde ich dann noch im zweiten Teil, im zweiten Video, Analysevideo noch was dazu sagen. Da werde ich die Waffe nochmal im Präzisionsbereich schießen. Das ist so eine Einschießkarte hier. Das war ja, die ja, noch das sechste Magazin. Leider ist es so, dass die Waffe wirklich ein Manko hat. Mit einer CO2-Kapsel geht diese Waffe leider nur mit 50 Schuss. Also 50 Schuss sind mit einer CO2-Kapsel möglich. Ups. So. Auf jeden Fall vom Präzisionsergebnis her recht gut. Das war also, wie schon gesagt, das dritte Magazin, das letzte Magazin. Man kann nur drei Magazine mit dieser Waffe verschießen, A17 Schuss, und sieht recht gut aus. Ne? Waren so 8 Meter, 6, 8 Meter. Noch ein kleiner Schusstest. Ihr wisst ja, dass ich gerne auch mal auf andere Sachen schieße oder gerne schieße als auf Zielkarten. Beretta M3A9. Und zum Schluss noch die MP40. So, WPU, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich grüße alle Freunde von WPU und bis zum zweiten Teil der Beretta M9A3. Bis dann, euer Nobby. Tschüdelö.